Na, ihr Grattler, der Theophan ist am Start. Willkommen zur letzten Folge Star Revenge 2 To The Moon. Zumindest hoffe ich, dass das die letzte Folge wird. Nun ja, wir gehen jetzt ins finale Level, nachdem ich in der letzten Folge die lila Münzen aus dem anderen Kurs gesammelt habe. Und das eigentlich auch bloß... Ja, und das eigentlich auch bloß unkommentiert gemacht habe, weil ich da zuvor schon 3 Stunden rumgewerkelt habe, ohne Save States. Bis es mir dann irgendwann zu blöd wurde und ich dann die Tour mit den Save States einfach genommen habe und dann einfach mich dazu noch entschieden habe, meine Fresse zu halten. Und das sollte ich vielleicht hier auch machen. Naja. Hallo? Dachte schon, der war abzündet nicht mehr. So. Oh, jetzt habe ich vergessen, das Schild zu lesen. Du bist schon wieder hier? Geh weg. Ich will bloß, dass du verschwindest. Wie? Nun, wenn du 6 der 8 roten Münzen sammelst, dann machst du Fortschritt. Haha, fun. Hier begehen andauernd irgendwelche Passanten Selbstmord. Das erkennt man an diesem Geräusch, welches so macht. Na gut, die Münze brauche ich nicht. Es geht ja immer noch, 5 Münzen zu sammeln. Also, da haben wir eine Spinne, da fahre ich nicht nochmal drauf rein. So, Dali. 2. Ach Gott, jetzt sag nicht, dass hier oben auch noch was ist. Euch ist mit Sicherheit aufgefallen, dass das hier ein Replika von Tall Tall Mountain ist. Und das Level heißt auch zufälligerweise Bowser's Tall Tall Mountain. Und das hat nichts mit tollen, tollen Bergen zu tun, nein, sondern mit großen, großen Bergen. Deswegen, ja. Deswegen müssen wir das jetzt einfach mal so stehen lassen. Das ist ja heiß. Ja, lustig. Und darüber. Also bis jetzt läuft das doch, ja, ganz akzeptabel. Ich denke mal, ich muss hier hoch. Ups. Nein, nein, nein. Oh. Das wäre jetzt so richtig schöner Cancer gewesen. Ich wollte gerade losschreien, ja? Jetzt muss ich allerdings einer Sache muss ich mal auf den Grund gehen. Ist hier, Tatsache, hier ist der Bomb Buddy. Hallo, ich öffne die Kanone für dich. Ja, weil da hinten hat man ja diesen einsamen Pilz gesehen. Auf dem wäre auch noch eine rote Münze, aber ich habe jetzt schon 5 und wegen dem gehe ich garantiert nicht nochmal an den Anfang des Levels zurück. Da ich mir zu... ...prozent sicher bin, dass der rote Münzstern an der Bergspitze spawnt. Immerhin ist es jetzt nicht so ein Schuss, wo man präzise sein muss, wie im Originalspiel. Warte, was ist das? Ach, ist das hier eine Abkürzung, um von da unten nach da oben zu kommen? Sehr praktisch. So, erstmal Dudu fliegendes 3-Geschoss. Und jetzt bleib bitte da auf dem Pilz stehen, Mario. Jawohl.
Ah! Bro, Dude! Bro, Dude! Bro, Dude. Einfach nein, Bro, Dude. Warum kannst du es nicht sein lassen? Musst du uns immer mit diesen Wänden trollen? Apropos Trollen. Mein Verdacht mit Trollsternen am Anfang des Spiels, der hat sich nicht salonfähig gemacht, da ich keinen einzigen Trollstern gefunden habe. Nun gut. Dann... Entschuldigung, das Fenster war offen. Dann würde ich mal sagen... Irgendwie muss ich jetzt dahinter kommen. Oh, da ist ja schon wieder der Mond. Ich versuch's mal so. Den schaue ich mir jetzt noch nicht an. Da gehe ich, wenn dann, schon ganz nach oben für. Damit ich ihn in seiner vollen Pracht sehen kann. Auf der zweiten Oberwelt war er ja böse. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie der hier ist. Beim, ja, in dem Hoppala. WTF. Oh, das gibt's doch nicht. Na komm, diesen Aufweger spare ich euch nochmal. Ja, und schön wieder hier oben. Also nochmal, wenn ich mich um dich gekümmert habe, Snippet. Alter, was ist denn mit dem los? Weißt du, am Anfang sah noch ganz harmlos aus und jetzt... Oh, was haben wir denn hier? Du brauchst einen Schlüssel, um hier reinzukommen. Und zack ist die Musik aus. So, das ist ja der vorletzte Stern. Bowser's Tortoise Mountain clear. Oh ja, was kommt jetzt? Da ist ja schon wieder der Mond. Tja, blöd gelaufen, aber ich bin innerhalb des Berges. In TTM sein, während man in TTM ist. Was für ein wunderbarer Yo-Joke. Wie auch immer, ich möchte mir... I wanted to hire a samurai to kill you. Ah. Aber die Sonne ist ein gefährlicher, tödlicher Laser, so wollte er nicht rauskommen. Dann habe ich ihn rausgezogen und er ist gestorben in einem Tornado. Nun weißt du, wie es ist, ja, bla bla, see ya never. Och nö. Also, safe am Anfang wird noch drin sein, denke ich. Ich hoffe mal, dass ich jetzt nicht irgendwie... Oh. Was ist das da hinten? Das... Okay, da ist nur ein Leben. Oh, ist das da hinten irgendwas, was mit dem Spiel zu tun hat? Nein? Na dann. Och nö, Chakya. Chakya fliegt zurück Richtung Erde. Ja, da sieht man ihn nochmal, den Mond. Ist da eine untexturierte Stelle? Tatsache, da ist eine Stelle untexturiert. Lol. Warte mal, habe ich jetzt gerade... Eigentlich wollte ich nicht safen. Aber der sei mir verziehen. Huiö, und da ist die Erde, der... Oh nein. Okay.
Okay, das war gar nicht mal so schlimm. Ah, ist das der Meme-Wasserfall? Upsala. Ein Buhu. Ja, kommt. Ja, dann sei es mir doch nochmal verziehen, hoffe ich. Alter, verschwinde. Boah, nö. Jetzt sag nicht, man soll hier diese alte Luckmüller-Taktik mit den Weitsprüngen benutzen. Oh, das wird ja ein Heidenspaß für die ganze Familie. Ey! Ach nö, oh nö. Also gut, hier bleiben. Hier bleiben, das ist eine gute Idee. Na! Schaffe ich es vielleicht sogar darüber? Ja komm, mit Anlauf schaffe ich es sogar darüber und muss diesen Dings nicht spawnen. Because